Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. So, wir haben hier im Hintergrund drei unterschiedliche Autos stehen, Skoda Kamiq, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq. Ich könnte jetzt auch anfangen und einfach mal sagen 4,24 Meter, 4,39 Meter, 4,80 Meter. Oder aber 110, 150, 193. Das heißt also im Grunde genommen 110 PS, 150 PS, 193 PS. Alles Fahrzeuge aus der Skoda-Familie. Das heißt, beginnen mit dem kleinen Kamiq, dann eben halt weiterfolgend mit dem Skoda Karoq, eine Nummer größer, und dann eben halt mit dem Flaggschiff aus der Flotte von Skoda, mit dem Kodiaq. Allerdings auch drei unterschiedliche Konzepte. Das heißt, ich habe da einen Dreizylindermotor mit 1 Liter Hubraum plus die Automatik. Klassischer Verbrenner, Benziner, habe hier einen Vierzylindermotor, 1,5 Liter Hubraum, 150 PS plus die Automatik, und habe dann hier auf der Gegenseite nochmal 2 Liter Diesel, 193 PS, Automatikgetriebe plus Allradantrieb. Wenn man sich das jetzt überlegt, wenn ein solcher Motor in einem solchen Auto stecken würde, wäre das tatsächlich irgendwo überdimensioniert. Das heißt, es passt vom Prinzip her auch so in dem Sinne gar nicht zusammen. Wir haben gesagt, wir machen mal den Vergleich. Wir haben ganz einfach uns die Frage gestellt, für wen könnte welches Auto interessant sein? Diese Frage stellen sich sehr viele unserer Kunden. Das heißt, wir haben häufig die Situation, dass die Kunden zu uns kommen und sagen, ja, was kaufe ich denn jetzt? Nehme ich denn jetzt einen Skoda Kamiq? Nehme ich jetzt einen Karoq oder nehme ich vielleicht einen Kodiaq? Da stellen wir dann grundsätzlich die Frage, wie und wo soll das Auto eingesetzt werden? Da gibt es dann auch die plumpe Antwort zum Autofahren, klar. Es gibt aber auch den einen oder anderen Kunden, der das wirklich sehr ernst nimmt und eben halt detailliert dann darauf eingeht. Und häufig ist es dann so, wo wir dann sagen, okay, wenn so ein Auto, sag mal, überwiegend im Stadtbereich gefahren wird, ich dann sage, gut, ich habe da meine 5.000, 6.000 Kilometer im Jahr, ich möchte ein kleines, wendiges Auto haben, ich habe vielleicht maximal 2 oder 3 Personen, die ich unterbringen möchte, habe nicht diese riesen Fahrleistung eben halt, bin seltenst auf der Autobahn unterwegs, fahre vielleicht mal ein bisschen Landstraße, und es geht dann häufig auch um das Thema Preis, Leistung, Verbrauch und so weiter, sind wir bei dem Skoda Kamiq sicherlich sehr, sehr gut bedient. Das Fahrzeug geht in diese SUV-Klasse eben halt rein, erhöhter Einstieg. Wir haben ja im Vorfeld früher mal den Skoda Fabia als Kombi zum Beispiel gehabt. Da haben wir sehr viele Kunden, die dann heute sagen, naja, der Fabia Kombi war im Grunde genommen ein super gutes Auto. Heute hätten wir ganz gerne was mit einem ähnlichen Platzangebot, ähnlich eben halt, wie wir das bei dem Fabia Kombi hatten. Aber bitte auch mit einem etwas höheren Einstieg. Da muss ich sagen, da ist der Skoda Kamiq prädestiniert. Passt also von den äußeren Abmessungen, passt auch von der Motorentechnik, passt auch vom Handling her. Wenn jemand schon mal einen Fabia Kombi gefahren hat, steigt dann heute in den Kamiq, wird er sagen, Mensch, ja, okay, die Sitzposition ist ein bisschen erhöhter, aber diese klassischen Tugenden, super Rundumsicht eben halt bei dem Auto, dieses Wendige, dieses Gefühl, gar nicht unbedingt in einem riesengroßen Auto zu sitzen, wobei man ja sagen muss, 4,24 Meter ist schon mal ein Maß, was größer ist als ein Golf 4 von der Außenlänge. Der kommt mit dem Auto eben halt immer wieder gut, wirklich gut zurecht. Dann eben halt die Alternative, eine Nummer größer, der Skoda Karoq. Hier, wie er jetzt hier steht, Version Sportline. Allerdings muss ich sagen, wirklich auch in absoluter Top-Ausstattung mit Lederinnenausstattung, mit schwenkbarer Anhängerkupplung, mit DCC-Fahrwerk. Man merkt schon, so ein Auto hat zum Beispiel schon mal Optionen wie so ein DCC-Fahrwerk, was ich eben halt für einen Skoda Kamiq erst gar nicht bestellen kann. Sowas ist bei dem Auto gar nicht verfügbar. Da hat man dann auch ganz klar gesagt, okay,
der Kunde, der jetzt 5.000, 6.000 Kilometer im Jahr fährt und eben halt auch wirklich aufs Preis-Leistungs-Verhältnis extrem achtet, wird so ein Fahrwerk nicht unbedingt benötigen. Bei einem Skoda Karoq, ein Auto, was durchaus gerne irgendwo 15.000 oder 20.000 Kilometer im Jahr bewegt wird, ist das dann schon mal eher ein Thema, weil das auch das typische Fahrzeug ist in dieser Mittelklasse des SUVs. Wird dann eben halt gerne verglichen mal mit dem Kia Sportage, zählt auch vom Prinzip her fast in die Klasse rein wie der VW Tiguan. Der Tiguan ist ein bisschen größer von den Außenabmessungen, den würde ich jetzt dazwischen positionieren, zwischen dem Karoq und eben halt dem Kodiaq, wo viele Kunden eben halt sagen, ich möchte ganz typisch wieder einen Skoda haben. Sehr viele Kunden, die zum Beispiel im Vorfeld einen Octavia Kombi gefahren haben, die dann sagen, naja, jetzt das mit dem hohen Einstieg, mit dem hohen Sitzen. Häufig ältere Kunden auch, die sagen, Mensch, das fällt uns leichter. Und das Auto ist von den äußeren Abmessungen immer noch so, dass es im Innenstadtbereich sehr, sehr gut bewegt werden kann. Also auch was Parkhäuser angeht. Wie gesagt, rundum sieht es bei dem Auto eben halt auch super. Man merkt halt nur, der Unterschied zwischen dem Karmic und dem Karoq direkt beim Fahren ist riesengroß. Im Bereich des Radstandes gar nicht so ein großer Unterschied, aber tatsächlich eben halt im Bereich Innenraum, Geräuschkulisse, im Bereich der Dämmung des Fahrzeuges als solches. Und das Fahrzeug als solches fühlt sich auch einfach beim Fahren, das hängt aber auch mit dem höheren Gewicht eben halt zusammen, fühlt sich noch stabiler auf der Straße an. Da liegen also in erster Linie die Unterschiede. Wenn wir dann den Schritt nochmal rüber machen zu dem Kodiaq. Sprechen wir natürlich dann über ein Auto 4,80 Meter Länge, also wirklich ein SUV mit einer Außenlänge von einem VW Touareg, also wirklich ein sehr großes Auto. Langer Radstand, das Auto läuft super komfortabel auf der Straße ab, eben halt, gerade wenn wir Schlaglöcher haben, Frostaufbrüche und so weiter. Innenraumgeräuschkulisse nochmal verbessert, weil das auch tatsächlich ein Fahrzeug ist, wo man sagen kann, okay, da können wir auch locker 40, 50, 60, 70.000 Kilometer im Jahr mitfahren, wo man also wirklich sehr viel in einem Auto drin sitzt, ob es als Handelsreisender ist, im Außendienst, wie auch immer. Ein sehr, sehr komfortables Fahrzeug, ein sehr sicheres Fahrzeug, wo ich dann mich eben halt auch, wenn ich in einem Auto drin sitze, sicher fühle wie in einer Burg und habe auf der anderen Seite die Möglichkeit, hinten den Kofferraum voll zu beladen, kann auch hinten die Rückbank nochmal umklappen, habe dadurch ein sehr großes Ladevolumen, was natürlich häufig gerade für Handelsreisende ein Riesenthema ist, wenn Muster mitgenommen werden müssen, Ausstellungsstücke mal gerade zum Kunden gebracht werden und so weiter und so fort. Da liegen dann natürlich schon gewaltige Unterschiede zu dem Karoq nochmal oder aber eben halt auch zu dem Karmic. Wir machen den ersten Schritt mit dem Skoda Karmic, holen uns die Kamera mal gerade einmal mit dazu und schauen uns mal die Platzverhältnisse im Innenraum an. Also Zugang bei dem Auto sicherlich auch sehr, sehr ordentlich, kleiner Gimmick wieder verbaut, simply clever, wie Skoda eben halt immer wieder gerne sagt. Der Regenschirm in der Türverkleidung, Platzverhältnis im Innenraum, Einstieg, wie gesagt, etwas höher von der Höhe her im Verhältnis zu einem Standard-Pkw. Für viele Kunden sehr attraktiv, das rein- und rausfällt einem leicht und es ist auch vernünftig Platz da, sodass ich mich auch drehen kann. Wir haben viele ältere Kunden, die halt gerne dann mal orthopädisch wertvoll rückwärts einsteigen und dann den Rest des Körpers mit reindrehen. Funktioniert hier bei dem Auto auch sehr gut. Zusätzlich, wenn ich hier hinten reinschaue, dann haben wir auch da ein ordentliches Platzangebot, um tatsächlich eben halt auch gut rein und rauszukommen. Gerade wenn man vielleicht mal zu dritt, zu viert eben halt mal fährt. Oder aber häufiges Thema, gerade bei den älteren Kunden, der Kindersitz muss hinten rein, das Enkelkind soll mitgenommen werden, geht bei dem Auto auch hervorragend. Kofferraumvolumen, muss man fairerweise sagen, ist für ein Fahrzeug bei der Außenlänge nicht wenig, ist aber auch nicht wahnsinnig viel. Hier kann ich natürlich die Rückbank auch umklappen, wenn ich wirklich mehr Volumen eben halt brauche. Würde aber behaupten, in 98% der Fällen, Thema Einkauf, Wasserkiste, Einkaufskorb und so weiter, wird das hier bei dem Auto dicke ausreichen. So, jetzt machen wir mal den Schritt rüber, den direkten Vergleich Kofferraum zu Kofferraum. Machen das jetzt hier mal bei dem Skoda Karoq.
da haben wir die Situation, dass das Kofferraumvolumen direkt in der Höhe eben halt, das fällt direkt auf, direkt einen Höhenunterschied eben halt nochmal ist und eben in der Tiefe auch. Ich würde behaupten, das sind so rund, naja, 18 bis 20 Zentimeter mehr an Tiefe im Verhältnis zu dem Skoda Karmic. Schauen wir hier hinten nochmal im Bereich der Rückbank. Auch da viel Platz und was direkt eben halt auffällt, dieses Fahrzeug ist vom Einstieg her noch höher als der Skoda Karmic. Das heißt also, das Auto ist tatsächlich noch einfacher im Handling und natürlich vorne im Bereich Fahrer-Beifahrer. Das fällt direkt auf, wenn wir die Größenverhältnisse jetzt mal haben. Das Auto ist auch hier im Innenraum. Armaturenbrett ist etwas wuchtiger, luxuriöser auch gemacht, speziell bei diesem Auto jetzt mit diesen Sportsitzen eben halt mit Leder, mit dem grauen Stitching damit drin. Vom Platzverhältnis, von der Größenordnung natürlich nochmal einen Unterschied. Wenn wir jetzt den Schritt mal rüber machen zu dem Skoda Kodiaq, dann wird direkt auffallen, dass dieses Auto auf den ersten Blick von der Höhe nicht ganz so viel Platz hat. Das hängt bei diesem Auto, speziell bei diesem jetzt damit zusammen, dass der die dritte Sitzreihe praktisch hat. Das ist ein Siebensitzer-Auto. Haben wir extra so bestellt, weil wir viele Kunden haben, die sagen, Mensch, hinten die dritte Sitzreihe, ich brauche sie nicht ständig, aber ich brauche sie halt ab und zu mal. Und dann kann ich hier eben halt hinten nochmal die Sitzrückenlehne praktisch hochklappen, hab die dritte Sitzreihe, schieb das Ganze einmal nach vorne, die zweite Sitzreihe schieb's nach vorne, klappt das eben halt einmal um, dann ist der Zusteck eben halt auch gegeben. Kofferraumvolumen hier jetzt gefühlt von der Höhe her weniger als bei dem Skoda Karoq. Tatsächlich aber deutlich mehr Tiefe. Wenn ich es jetzt mal mit dem ganz kleinen, mit dem Karmic eben halt vergleiche, habe ich hier locker 40 cm mehr. Das kann natürlich schon mal den Unterschied machen. Ich sag mal, hier drei Bierkisten hintereinander reinzustellen, wäre jetzt kein Problem von der Tiefe her. Das funktioniert in jedem Falle. Und wenn ich dann mal wirklich große Dinge habe, die ich eben halt mal verstauen möchte, ich kann das Mittelteil von der Rückenlehne nach vorn klappen. So bietet sich die Möglichkeit, auch Skier oder ich sag jetzt auch mal einen Snowboard eben halt zu verstauen. Das wird hier kein Problem sein. Wenn wir jetzt die Kamera mal einmal mitnehmen, schauen hier im Bereich der Rückbank. Dann fällt direkt auf, das Auto ist noch einen kleinen Tucken höher als der Karoq und hat dann aber auch tatsächlich eine doch etwas umfangreiche Rückbank, viel Platz. Jetzt hier, das wollte ich eben schon mal einmal machen, ich jetzt hier mal einmal umklappe, klappe das Ganze jetzt hier nach vorne und schiebe das Ganze nach vorne, dann sieht man hier auch nochmal den Einstieg. Wenn es darum geht, hinten die dritte Sitzreihe eben halt zu belegen. Ich denke, das ist anschaulich, so wie wir es jetzt haben. Also klappe ich das einfach wieder rüber, die Tür wieder zu. Und dann mal einmal den Blick in den vorderen Raum. Da muss man tatsächlich sagen, das ist extrem fürstlich. Tolle Sitze. Elektrische Sitzverstellung, Memory mit dabei, kann hier vorne die Beinauflagfläche eben halt verlängern. Wenn ich jetzt hier mal einsteige, dann sieht man das wahrscheinlich im Seitenprofil relativ gut, dass ich etwas eingebettet in dem Auto sitze. Das heißt, hier rechts die Ablagemöglichkeit für den Arm habe, links, wenn die Tür geschlossen ist, in die Türverkleidung praktisch rein. Und ich sitze ziemlich zentral in dem Auto eben halt drin, habe überall den Zugriff drauf. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Windschutzscheibe habe, die nur wie eine Schießscharte ist, wo ich gerade durchgucke, sondern auch hier ein ganz toller Rundumblick. Speziell bei diesem Auto verbautes Panoramadach gibt natürlich viel Licht im Auto, macht das Ganze eben halt noch mal ein bisschen luftiger. Es wirkt dadurch natürlich noch größer. Wenn ich jetzt mal hier schaue, ich kann also hier meinen rechten Arm komplett ausstrecken. Nun bin ich nicht wahnsinnig groß, aber ich komme drüben an die Türverkleidung nicht dran. Also selbst wenn zwei großgewachsene Personen auf Fahrer-Beifahrerseite sitzen, haben die hier natürlich extrem viel Platz. Gerade für großgewachsene Kunden, wir haben den einen oder anderen, der auch mal 2 Meter und größer ist, bietet sich so ein Kodiaq natürlich absolut perfekt an, weil diese Kunden halt einfach Platz haben, auch unten im Bereich der Beine eben halt, um vernünftig die Beine ablegen zu können, um vernünftig Gas geben zu können und eben halt auch bremsen zu können. Das ist also, wie gesagt, von der Größe her sehr, sehr fürstlich. Aber wie gesagt, eben halt auch immer die Frage, was gebraucht, was benötigt wird. Nicht jeder Kunde braucht unbedingt ein so großes Auto.
Wir haben viele Kunden, die sagen, naja, was soll ich mit so einem großen Auto? Ich fahre viel Luft durch die Gegend. Spreche mit dem Familienvater, der dann eben halt sagt, ja, ich habe dann aber schon irgendwie so zwei Kinder noch auf dem Kindersitz und zwei größere Kinder irgendwo. Da passt natürlich dann so ein Skoda Kodiaq perfekt, weil man ganz einfach diese 7 Sitze hat und man macht es vielleicht nicht ständig, aber eben ohne weiteres dann auch mit der ganzen Familie losfahren kann. Wenn ich jetzt alleine bin, muss ich mir wirklich die Frage stellen, brauche ich ein so großes Auto? Da komme ich sicherlich mit der Größe von dem Skoda Karoq oder aber eben halt auch mit der Größe von dem Skoda Kamiq locker zurecht. Wie gesagt, immer die Frage, wo das Auto eingesetzt wird. Meine Empfehlung, im innerstädtischen Bereich, mal Landstraße, mal Autobahn, funktioniert mit dem Kamiq hervorragend. Klappt auch mit dem 110 PS Dreizylinder hervorragend. Wenn ich da locker mitschwimmen will, das ist kein Problem. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, dann gerne eben halt der Skoda Karoq. Gerade auch wenn mehr Kilometer gefahren werden, da merkt man ganz einfach, wie gesagt, Innenraum, Geräuschkulisse. Das ganze Fahrzeug ist etwas stabiler, etwas wuchtiger, etwas kräftiger eben halt. Da passt das Auto. Und für denjenigen, der halt viel Platz braucht, fürstlich reisen möchte, viele Kilometer fährt, bietet sich der Skoda Kodiaq absolut an. Wir haben da viele Firmenkunden, die auf die Autos reflektieren und eben halt sagen, das ist super zum Reisen. Wir haben viel Platz eben, wir können viel reinpacken, wir fühlen uns sehr wohl in dem Auto. Ich kann bei 150, 160 km/h in einem Fahrzeug ohne weiteres auch telefonieren oder mich mit meinem Beifahrer sehr, sehr gut unterhalten. Das ist natürlich anders, als wenn ich vielleicht mit 150, 160 mit einem Skoda Kamiq über die Autobahn fahre. Das funktioniert auch, aber leiser, komfortabler, luxuriöser wird es in jedem Fall in dem Kodiaq sein. So, jetzt haben wir mal den Vergleich. Wie gesagt, 4,24 m, 4,39 m, 4,80 m, 110, 150, 193 PS. Und ich denke, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, weil das sollte ja oder ist für viele zumindest bei uns im Haus immer ein sehr großes Argument, das Thema Preis. Da sprechen wir über ein Auto im Bereich um 25.000 Euro, so wie er da jetzt eben halt steht. Gut ausgestattetes Auto in der Version Top Selection. Hier bei diesem Auto sprechen wir durch DCC-Fahrwerk, durch Leder irgendwo im Bereich um 40.000 Euro drumherum. Wir haben die Autos aber auch nochmal geordert für 37,7. Und da bei dem Auto, bei dem Kodiaq, top ausgestattetes Auto, wirklich mit allem, was das Herz begehrt, sprechen wir über 52.500 Euro. Das ist natürlich, schon mal einen Schritt, wenn man dann überlegt, dass der Kamiq vom Prinzip her Pi mal Daumen die Hälfte kostet eben halt von dem Kodiaq. Andererseits kann man natürlich auch sagen, gut, bei dem Kodiaq habe ich natürlich auch doppelt so viel Auto. Also von daher passt das Preisgefüge da in dem Moment auch wieder zusammen. Nur, dass wir es mal gehört haben, Preisvorteil bei dem Auto gegenüber deutscher Liste rund 8.000 Euro. Da sprechen wir rund über 10.000 Euro, da sprechen wir über 12.000 Euro. Das ist dann nochmal der Preisvorteil im EU-Bereich. So, ich hoffe, dass das Video gefallen hat. Würde mich über einen Like natürlich sehr, sehr freuen. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Wenn irgendwie Fragen sind zu einem der Fahrzeuge oder aber wenn es so ist, dass eine Terminvereinbarung stattfinden soll, dass wir uns vor Ort hier im Haus nochmal sehen, nochmal treffen. Wir machen auch das gerne hier vor Ort, dass wir so ein Auto aufschließen, zeigen, Probe fahren und so weiter. Gerne einmal melden per Telefon, per WhatsApp, über Instagram als Direct Message. Oder halt einfach ganz stumpf einfach mal anrufen, einfach mal nachfragen. Wir sind hier, wir freuen uns auf jeden Besucher. Also, ich sage herzlichen Dank. Tschüss, ciao, ich bin raus.